Herzlich willkommen zu diesem Videoüberblick. In den nächsten Minuten werden Sie einiges über die Software Onscreen Keys aus dem Hause Tom Weber Software lernen. Was ist Onscreen Keys? Onscreen Keys ist zunächst einmal eine Bildschirmtastatur, also eine Tastatur, die auf dem Computerbildschirm angezeigt wird und die über die Anwahl der eingeblendeten Buchstaben das Schreiben auf dem PC erlaubt, auch wenn keine physische Computertastatur existiert oder diese nicht benutzt werden kann. Da in vielen Fällen die Maus ebenfalls nicht benutzt werden kann, sind in Onscreen Keys viele Features integriert, die eine alternative Eingabemöglichkeit zulassen. Dazu komme ich sofort. Ich möchte zuerst auf die Möglichkeiten eingehen, die Sie mit Onscreen Keys haben. Außer der Möglichkeit, Texte zu schreiben, können Sie die geschriebenen Texte über die integrierte Sprachausgabe aussprechen lassen. Darüber hinaus können Sie in allen gewohnten Windows-Programmen arbeiten, zum Beispiel E-Mails schreiben, im Internet surfen oder was Sie auch sonst noch so alles am PC erledigen möchten. Die Ansteuerungsoptionen von Onscreen Keys sind vielfältig. Die Ansteuerung kann natürlich über die Maus erfolgen, gemeint ist natürlich die Computermaus. Ebenso ist die Bedienung mittels Touchscreens, zum Beispiel auf einem Tablet-PC möglich. Aber auch über eine Augensteuerung, über eine Kopfmaus, eine Mundmaus oder über einen einfachen Taster kann Onscreen Keys angesteuert werden. Da bei vielen dieser alternativen Eingabemöglichkeiten jedes Schreiben eines Buchstabens mehr Aufwand bedeutet, ist Onscreen Keys von Haus aus mit einigen Schnellschreibfeatures ausgestattet, auf die ich jetzt eingehen werde. Sie sehen hier Onscreen Keys. Der Aufbau ist sehr ähnlich dem einer Hardware-Tastatur, sodass Sie sich schnell zurechtfinden werden. Eine Besonderheit bieten aber zum Beispiel diese 10 großen Wortfelder, die je nach Aufgabenstellung verschiedene Aufgaben erfüllen. Wir öffnen jetzt mal den Windows-Texteditor, um etwas zu schreiben. Sie könnten stattdessen auch jedes andere Windows-Programm benutzen. Damit Sie mit Onscreen Keys besonders schnell schreiben können, ist die Software mit einem sehr großen Wörterbuch ausgestattet. Probieren Sie doch mal im Anschluss dieser Präsentation selbst, wie umfangreich der Wortschatz der Software ist. Sie können eine Testversion auf unserer Internetseite kostenfrei downloaden. Hier erkennen Sie auch schon eine Funktion dieser 10 Wortfelder, nämlich die Wortvervollständigung. Das heißt, Sie schreiben ein Wort nur an und wählen es dann aus dem Wortfeld aus. Sobald Sie die Eingabetaste drücken, springt nicht nur der Cursor in die nächste Zeile, sondern der Text wird auch ausgesprochen. Natürlich nur, wenn Sie das möchten. Als Sprache kann übrigens jede SAPI 5 Stimme eingebunden werden. Infos zu den Stimmen gibt es auch auf unserer Webseite. Jetzt zeige ich einmal, wie das Wörterbuch neue Wörter hinzulernt. Dazu schreibe ich im Pfälzer Dialekt Wascht und Woi. Sie sehen, dass die Software diese Wörter noch nicht kennt, denn sonst würden Sie die Wörter hier in den Wortfeldern sehen können. Das Feld oben links stellt übrigens immer das aktuelle Wort dar. Dieses Feld gehört also nicht zu den Wortvorschlägefeldern. Schreiben Sie ein weiteres Mal diese Wörter an, tauchen diese plötzlich mit in den Wortfeldern auf. Gleichzeitig sehen Sie hier die nächste Funktion der Wortfelder. Sobald Sie ein Wort nämlich fertig geschrieben haben, schlägt die Software die wahrscheinlichsten Folgewörter vor und beachtet dabei auch noch Ihren Sprachstil. Das heißt, wenn Sie häufig Briefe schreiben und diese oft mit sehr geehrte Damen und Herren beginnen, werden Sie bald merken, dass sich die Wortvorschläge mit jedem geschriebenen Satz weiter auf Sie einstellen.
Sie also immer weniger Klicks benötigen, um einen Text zu schreiben. Ein weiteres Feature ist die automatische Groß-Kleinschreibung. Nach einem Punkt wird zum Beispiel groß geschrieben. Daher wechselt die Tastatur automatisch nach einem Punkt auf große Buchstaben. Mithilfe der Textphrasenfunktion können Sie häufig verwendete Textteile mit zwei Klicks ausgeben lassen, wie hier eine Begrüßung oder die Bitte, kurz zu warten. Diese Textmakros sind im Konfigurationsmenü frei einstellbar, was ich Ihnen kurz zeigen möchte. Mit einem Klick auf den Werkzeugschlüssel unten rechts gelangen Sie ins Konfigurationsmenü. Sie sehen hier im linken Bereich die eben benutzte Phrase "Warte kurz" und könnten diese auch beliebig umbenennen oder mit anderem Text versehen. Auf der rechten Seite sehen Sie einen ähnlichen Bereich. Dieser Bereich ist dafür gedacht, für spätere Situationen ganze Textpassagen vorzuschreiben. Zum Beispiel, wenn man Besuch vom Arzt erwartet und ihm dann möglichst schnell etwas mitteilen möchte. Ich lege hier mal die Textstelle "Ich habe Kopfschmerzen" an und nenne sie "Schmerzen Kopf". Der Name ist später wichtig, um die gewollte Textpassage wiederzufinden. Mit einem Klick auf das Doppelkreuz rufen Sie die vorgeschriebenen Textstellen auf. Da Sie beliebig viele Textstellen anlegen können, aber in der Benutzung später nur 10 Felder für die Anzeige haben, müssen Sie notfalls nach dem Doppelkreuz die ersten Buchstaben des Textmakronamens schreiben, bis das gewollte Textmakro in einem der 10 Felder auftaucht. Dann bekommen Sie nur diejenigen Textstellen angezeigt, deren Namen mit diesen Buchstaben beginnen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie mit On-Screen Keys in einer anderen Sprache schreiben und sprechen können. Mit einem Klick auf das Wörterbuch unten links öffnen Sie ein Auswahlmenü, in dem Sie neue Sprachen einstellen oder bereits eingestellte Sprachen direkt auswählen können. Sobald wir also zum Beispiel Italienisch auswählen, stellt sich das Wörterbuch um, wie Sie hier anhand der Wortvorschläge erkennen können. Aber auch die Stimme stellt sich auf die aktuelle Sprache ein. Bei Sprachen, die exotische Buchstaben im Alphabet haben, ändert sich auch die Oberfläche der Tastatur an sich. Im Türkischen kommen also diese Buchstaben hier hinzu. Ich stelle nun die Sprache wieder auf Deutsch um und zeige Ihnen kurz, dass Sie nicht nur in den Texteditor reinschreiben können, sondern in jedes beliebige Programm, zum Beispiel Microsoft Word. Hier haben Sie wieder die Wascht von vorhin. Ebenso könnten Sie in ein E-Mail-Programm, einen Internetbrowser oder in den Windows-Taschenrechner schreiben. Für den Fall, dass Sie Buchstaben auf der Tastatur vermissen, die Sie aber häufig brauchen, haben Sie die Möglichkeit, diese 5 Tasten beliebig zu belegen. Sie sehen hier, wie ich aus der Add-Zeichentaste eine www-Taste mache. Das war's fürs Erste zu den wichtigsten Schnellschreibfunktionen der Software. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz ein paar Funktionen zeigen, die Sie je nach Ansteuerung benötigen könnten. Bei einigen Eingabegeräten, wie zum Beispiel der Augensteuerung oder der Kopfmaus, können Sie in der Regel die Mausbewegung simulieren, aber nicht, dass ein Klick an dieser gewählten Stelle ausgeführt werden soll. Hier ist On-Screen Keys mit einem Autoklick ausgestattet, der nach kurzer Verweilzeit auf einer gewählten Position die Taste automatisch auslöst. Diesen Autoklick aktiviere ich jetzt über das Konfigurationsmenü. Hier sehen Sie auch, dass Sie diverse Parameter individuell anpassen können. Hier jetzt erstmal der Autoklick, der innerhalb der Tastatur ausgeführt wird. Außerhalb der Tastatur lassen sich alle Arten von Mausklicks, also Linksklick, Rechtsklick, Doppelklick oder auch Drag and Drop, ausführen.
Auch hier sehen Sie, dass nun der Mauszeiger an die gewünschte Position geführt werden muss und dass der Klick dann nach einer Verweilzeit automatisch ausgelöst wird. So können Sie auf der kompletten Betriebssystemebene alle Arbeiten an Ihrem PC erledigen, die Sie auch mit einer Hardware-Tastatur und einer Hardware-Maus bewältigen könnten. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist vielleicht noch, dass diese Mausklickleiste auch komplett deaktiviert werden kann, damit der Benutzer eben nichts in Fremdprogrammen oder in Windows an sich verstellen kann. Ich deaktiviere jetzt die Mausklickfunktion wieder und komme zu unserem letzten Punkt, dem Scan-Modus. Dieser wird wichtig, wenn Sie keine Möglichkeiten haben, durch Körperbewegungen den Mauszeiger an eine gewünschte Klickposition zu dirigieren. In der Praxis lösen Sie mit einem einfachen Taster, einem Schalter, einem Sensor ein Signal aus, sobald die gewünschte Klickposition erreicht ist. Das zeige ich Ihnen mal kurz, bevor wir dann auch gleich zum Ende kommen. Der Scan-Modus ist eigentlich ein eigenständiges Programm und heißt, wie könnte es anders sein, On-Screen Scan. In der Praxis starten On-Screen Keys und das Scan-Programm gleichzeitig, zum Beispiel sobald Windows hochgefahren ist. Beide Programme zusammen sind als Paket erhältlich, namentlich On-Screen Keys Scan. Auch für das Scan-Modul gibt es übrigens ein kleines Konfigurationsmenü, auf das ich jetzt aber nicht eingehen möchte. Ich möchte Ihnen lieber kurz zeigen, welche Funktion das Scan-Modul überhaupt mit sich bringt, denn auch das Scan-Modul wurde dahingehend optimiert, dass Sie möglichst schnell Ihre gesteckten Ziele am PC erreichen. Ein Feature dafür ist zum Beispiel das fensterweise Scan, auch Active Window Scan genannt. Das heißt, Sie wählen erst das Fenster aus, in dem Sie scannen möchten, hier erkennbar am roten Rahmen um das aktuelle Fenster herum. Das Fenster kann natürlich auch der gesamte Bildschirm sein, wenn Sie zum Beispiel auf dem Desktop arbeiten möchten. Haben Sie dann ein Fenster gewählt, scannen Sie nur in diesem Fenster und erreichen damit natürlich schneller Ihren Zielpunkt. An der Zielposition angekommen, können Sie noch eine Klickart auswählen. Wie Sie vielleicht gerade gemerkt haben, nimmt die Scan-Geschwindigkeit manchmal ab. Dies ist eine Option im Scan-Modul und passiert immer dann, wenn Sie den Schalter zwar runterdrücken, aber noch nicht loslassen. Sobald Sie dann an der gewünschten Position angekommen sind, lassen Sie den Taster einfach los. Dadurch können Sie die Scan-Geschwindigkeit enorm erhöhen und treffen trotzdem punktgenau Ihre gewünschte Klickposition. Nun macht es ja nicht bei jedem Klick Sinn, die Klickart auswählen zu müssen. Wenn Sie zum Beispiel auf On-Screen-Keys schreiben, werden Sie das stets mit einem Linksklick tun. Hierfür wurde das Zusammenspiel der Bildschirmtastatur und des Scan-Moduls dahingehend optimiert, dass Sie auf On-Screen-Keys, aber nur, falls das Scan-Modul gerade auch ausgeführt wird, eine zusätzliche Taste haben, die den sogenannten Direct-Click aktiviert. Ist der Direct-Click aktiv, Sie sehen es an einer Veränderung des Bildes auf der Taste, wird stets der Linksklick direkt ausgeführt, ohne dass Sie die Klickart angeben müssen. Mit einem weiteren Klick auf diese Taste können Sie den Direct-Click auch wieder ausschalten, um wieder in einem anderen Fenster zu scannen. Damit sind wir auch schon ans Ende der Sendung ohne die Maus, wenn Sie so wollen, angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Lust bekommen, unsere Software einmal selbst auszuprobieren. Vielleicht schauen Sie auch mal auf unserer Webseite vorbei. Dort können Sie sich weitere Informationen holen, zum Beispiel über die verfügbaren Stimmen. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von Ihnen einmal persönlich zu hören.